Katy Perry. Sie enthüllt Interessante über Tochter Daisy. Als erfolgreicher US-Popstar und Mutter der zweijährigen Daisy Duff Bloom muss Katy Perry, 38, allerhand unter einen Hut bringen. Im Interview mit E! News hat die Sängerin aber nun erklärt, dass sie eine echte Königin des Multitaskings sei und dabei eine süße Geschichte mit ihrer Tochter enthüllt. Der Spagat zwischen ihren Las Vegas-Shows, dort im Resort Sverl tritt Perry seit Dezember 2021 mit ihrer Dauershow Play auf, und ihrer Mutterrolle könnte kaum größer sein. Daisy geht hier und dort in die Vorschule, so Katy vor wenigen Tagen gegenüber E! News. Und weiter, es macht mich so glücklich, sie in die Vorschule zu bringen. Ich setze sie ab und sage, Mommy geht jetzt. Ich bin gleich wieder da, ich gehe nur kurz zu einer Show in Las Vegas. Apostroph und dann komme ich zurück und sie ist eingeschlafen. Die Verlobte von Hollywood-Star Orlando Bloom, 45, meint, dass sie dann normalerweise immer noch voll geschminkt und verschwitzt von einer Show sei. Um ihre Spuren zu verwischen, witzelt sie, ich mache ihr Mittagessen, ich schneide die Kruste ab, keine Sorge. Zu seinem 48. Geburtstag hat es Leonardo DiCaprio richtig krachen lassen, und natürlich die Crème de la Crème Hollywoods dazu eingeladen, mit ihm anzustoßen. Laut People feierte der Wolf of Wall Street Star direkt an seinem Jubeltag, 11. November 2022, und begrüßte auf seiner Party in Beverly Hills nicht nur seine Eltern George DiCaprio, 79, und Irmelin in den Birken, 79, sondern auch illustre FreundInnen aus der Unterhaltungsbranche, Kate Hudden, 43, Bradley Cooper, 47, Rami Malek, 41, Toby Maguire, 47, Ashton Kutcher, 44, Rebel Wilson, 42, und ihre Freundin Ramona Akuma standen demnach auf der Gästeliste. Nur eine fehlte, Gigi Hadid, 27, die dem Schauspieler in den vergangenen Monaten gefähig nahegekommen sein soll. Nach DiCaprios Trennung von Camila Morone, 25, kamen zügig neue Liebesgerüchte mit dem Supermodel auf. Zuletzt wurden Lee und Gigi im September 2022 ziemlich innig bei einer Party auf der New York Fashion Week gesichtet. Laut einer Quelle sehen sich die beiden noch immer und sollen die Gesellschaft des anderen genießen. Gigi habe Spaß beim Dating mit Lee, hieß es noch Anfang November. Vielleicht hat sie diesen inzwischen doch schon verloren. Sie haben News verpasst? Die Hollywood News der vergangenen Woche lesen Sie hier. Verwendete Quellen, Bibel.com, Eonline.com.